die Geschichte des rasanten Aufstiegs der AfD. Wie war das so schnell möglich? Wer steckt alles hinter diesem Erfolg? Wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. Wir haben 4 Jahre lang recherchiert und sind auf millionenschwere Finanziers gestoßen, die an die AfD gespendet haben und so geholfen haben, die Partei groß zu machen. Viele dieser Spenden waren illegal. Einige flogen auf, auch durch unsere Recherchen. Die Spendenaffäre der AfD hat sich ausgeweitet. Spenden von einer Pharmafirma aus der Schweiz. Eine Zahlung hat am Wochenende der Rechercheverbund von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung aufgedeckt. Unsere Recherchen führen uns von reichen Enklaven in der Schweiz bis zu einem Masseur an der Costa Brava. Wir entdeckten dabei ein geheimes Konto, Listen mit lauter Fake-Spendern und einen Millionär am Zürichberg. Dies ist auch die Geschichte über Macht, darüber, wie reiche Leute offenbar versucht haben, politischen Einfluss zu kaufen und wie die AfD, die gerne behauptet, eine Partei der kleinen Leute zu sein, das gerne annahm. Unsere Recherche beginnt 2016. Es ist Landtagswahlkampf. Eine neue Partei tritt an, die AfD. Plötzlich, fast über Nacht, tauchen überall Plakate auf. Gratiszeitungen werden an viele Haushalte verteilt. Man solle die AfD wählen. Viele Plakate schüren bewusst Fremdenfeindlichkeit. So wie viele Aussagen der AfD. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Doch was seltsam ist, die AfD behauptet, sie habe die Plakate nicht aufgehängt, sie habe gar nichts davon gewusst und nichts damit zu tun. Die Kampagne muss Millionen gekostet haben. Aber wenn die AfD sie nicht bezahlt hat, wer dann? Es gibt Schlagzeilen. Und eine elektrisiert uns besonders. Ein ominöser Verein für Rechtsstaatlichkeit und bürgerliche Freiheiten stecke hinter der Kampagne und dahinter 12 Millionäre, die anonym bleiben wollen. Wir finden heraus, für den ominösen Verein arbeitet eine Werbeagentur aus der Schweiz, die Goal AG. Ihr Chef, Alexander Segert. Von ihm wollen wir wissen, wer sind diese Millionäre? Warum unterstützen sie die AfD? Warum eigentlich heimlich? Doch von ihm erfahren wir nichts. Monatelang versuchen wir es bei AfD-Politikern, auf Parteitagen, in Cafés und bei manchen von ihnen sind wir sogar zu Hause. Wir stellen ihnen immer dieselbe Frage. Was wissen Sie über die Millionäre im Hintergrund? Wir, das sind übrigens Katja und Sebastian. Wir sind Reporter bei WDR Investigativ und bei NDR Recherche. Wir haben hier ein schönes Büro in der Bundespressekonferenz mitten in Berlin. Da drüben ist die Reichstagskuppel. Und hier gibt es total nette Kollegen und leider auch ziemlich vertrocknete Pflanzen. Die sind deshalb so traurig, weil wir in diesem herrlichen Büro fast nie sind. Wir sind nämlich immer unterwegs und versuchen, dieser Spur der Millionäre hinterherzugehen. Zum Beispiel hier in Überlingen am Bodensee. Hier hat eine AfD-Politikerin ihren Wahlkreis. 2017 ist sie plötzlich in aller Munde. Völlig unerwartet wird sie AfD-Spitzenkandidatin für die damalige Bundestagswahl. Wir werden uns als Demokraten und Patrioten trotz dessen nicht den Mund verbieten lassen, denn die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Alice Weidel. Ökonomin mit Doktortitel, verheiratet mit einer Frau aus der Schweiz, 2 kleine Kinder. Keine politische Vergangenheit. Für die meisten ist sie ein völlig unbekanntes Gesicht. Weidel wird jetzt das neue Gesicht der Partei. Alle Journalisten interessieren sich für sie und ihren kometenhaften Aufstieg. Hatte auch sie heimliche Unterstützer? Wieder nerven wir mit unseren Fragen AfD-Politiker. Auf Parteitagen, in Cafés, manche von ihnen auch zu Hause. Und dann haben wir sie. Die heiße Spur. Es soll ein geheimes Konto geben. Darauf eine heimliche Spende für den Bundestagswahlkampf von Alice Weidel.
Tatsächlich. Im Sommer 2018 treffen wir uns mit einer Quelle in einem Restaurant irgendwo in Deutschland. Man überreicht uns einen Umschlag mit Dokumenten. Es sind Kontoauszüge. Sie gehören zu einem Konto bei einer Sparkasse. Alice Weidels Vater hat es eröffnet. Dorthin wurde alles überwiesen, was 2017 für ihren Wahlkampf gespendet wurde. Darunter 132.000 Euro aus der Schweiz. Eine 132.000 Euro Spende aus der Schweiz? Das macht uns stutzig. Denn Parteispenden in dieser Höhe aus der Schweiz wären hierzulande illegal. Parteispenden sind in Deutschland erlaubt, aber streng geregelt. Niemand soll sich Politik kaufen können. Spenden müssen ab 10.000 Euro für alle Wähler transparent sein. Man soll wissen, wer einer Partei Geld gibt und für welche Interessen er steht. Anonyme Spenden sind schon ab 500 Euro verboten. Und solche, bei denen ein Strohmann eingesetzt wird, um den wahren Spender zu verschleiern, sowieso. Und Spenden von Nicht-EU-Bürgern, also auch aus der Schweiz, sind ab 1.000 Euro verboten, damit keine fremden Mächte Einfluss auf die Politik in Deutschland nehmen können. Wir fragen uns, hat Alice Weidel also mit diesen 132.000 Euro aus der Schweiz eine illegale Spende erhalten? Ausgerechnet die Spitzenpolitikerin einer Partei, die immer wieder vorgibt, besonders für Rechtsstaatlichkeit einzutreten, die gar Großspenden ganz verbieten will? Erstaunlich. Wir sehen auf den Kontoauszügen, gespendet wurde von einer Firma namens PWS Pharma Wholesale aus Zürich. Auffällig in 17 einzelnen Tranchen. Wir fragen Alice Weidel danach, doch sie scheint ahnungslos zu sein. Also ich kenne die Firma nicht, kenne Eigentümer nicht und ich kann mir auch die Beweggründe nicht erklären. Aber wir finden diese Firma im Handelsregister. Sie gehört Kurt H., einem Mann, der in Zürich Apotheken betreibt. Und weil wir bei Alice Weidel nicht weiterkommen, müssen wir eben selber nach Zürich fahren, um nachzuforschen. Zürich, eine reiche Stadt. Und am Zürichberg ist man besonders reich. Wir schließen uns mit Schweizer Kollegen vom Tagesanzeiger zusammen. In der Apotheke von Kurt H. wollen wir wissen, was es mit der Spende auf sich hat. Er selbst ist nicht da, aber er lässt uns ausrichten. Er habe die Spende bloß überwiesen. Für einen Freund, einen Deutschen. Der lebe schon lange in der Schweiz, ebenfalls am Zürichberg. War Kurt H. also ein Strohmann? Für die Spende eines Deutschen? Und wer ist dieser Deutsche? Bis wir schlauer sind, wird wieder ein halbes Jahr vergehen. Zurück in Berlin. Im November 2018 veröffentlichen wir alles, was wir bis dahin recherchiert haben. Und das alarmiert die Bundestagsverwaltung. Sie überwacht Parteispenden. Sie will nun von der AfD wissen, wer hat tatsächlich gespendet. Vom Apotheker Kurt H. bekommt die AfD eine Liste, die sie der Bundestagsverwaltung vorlegt. Und auf dieser Liste stehen plötzlich 14 Namen. Alle angeblich Spender für Alice Weidel. Ein Deutscher vom Schweizer Zürichberg findet sich nicht darunter. Stattdessen offenbar lauter normale Leute. Kein Großspender aus dem Ausland. Also alles legal? Haben wir uns etwa geirrt? Wir klappern die Namen auf der Liste ab. Im Hunsrück bei Klein und Alt Weidelbach finden wir eine ganze Familie, die gespendet haben soll. Mutter, Vater, Kinder, sogar die Oma im Altenheim und der Ex-Schwiegersohn. Wir klingeln an ihren Türen. Die Familie sagt, dass sie kein Geld für Alice Weidel gespendet hat. Jemand hat ihnen 1.000 Euro versprochen, wenn sie ihren Namen hergeben. Wofür hätten sie gar nicht erfahren. Und wer sie darum gebeten hat, wollen sie uns nicht sagen. Wir klappern weitere Namen auf der Liste ab. Einer heißt Philipp M. und wohnt in Antwerpen. Wir fahren hin, treffen ihn jedoch nicht an. Am Telefon erzählt Philipp M. uns, schon vor langer Zeit habe er einen Anruf aus der Schweiz bekommen. Sein Name könnte nützlich sein, um Geld an die deutsche AfD zu transferieren. Er habe Ja gesagt. Wer ihn darum gebeten habe, will aber auch er uns nicht verraten. Uns wird klar, auf der Liste stehen offenbar lauter Fake-Spender. Sollte damit der wahre Spender verschleiert werden? Wir schauen uns die Liste nochmal genau an. Diesmal mit unserem Kollegen Georg Wellmann. Und plötzlich fällt uns etwas auf.
Philipp M. und eine weitere Person auf der Liste haben eine Gemeinsamkeit. Eine Verbindung zu einem Millionär in der Schweiz. Sein Name Henning Kohnle. Wir staunen nicht schlecht. Er handelt mit Immobilien. Zum Beispiel mit dieser, dieser oder dieser. Wir finden heraus, Kohnle wohnt auch am Zürichberg, wie der Apotheker Kurt H. Später erfahren wir, dass die beiden befreundet sein sollen. Ist er womöglich der wahre Spender zugunsten von Alice Weidel? Ist er der geheimnisvolle Deutsche, für den der Apotheker Kurt H. das Geld überwiesen haben will? In dieser Privatstraße wohnt die Familie Kohnle. Wir klingeln, doch niemand öffnet. Wir hinterlassen einen Brief. Darin fragen wir Kohnle, ob er der wahre Spender zugunsten von Alice Weidel sei. Doch von Kohnle bekommen wir keine Antwort. Zurück in Berlin. Wir gehen nochmal alles durch, auch die offenen Fragen. Steckt Millionär Kohnle tatsächlich hinter der Weidel-Spende? Wer hat den Fake-Spendern 1000 Euro für ihren Namen angeboten? Und wie kam etwa die Familie aus Klein und Alt-Weidelbach auf diese Liste? Plötzlich erinnern wir uns an einen Hinweis, der uns damals unbedeutend schien. Es geht um einen Masseur. Er steht ebenfalls auf der Fake-Spenderliste und wohnt an der spanischen Costa Brava. Wir fliegen hin und kurven stundenlang durch die Gegend. Denn der Masseur soll umgezogen sein und die neue Adresse endet bei einem Postfach an der Küste. Wir sind frustriert. Wir fragen rum und treffen auf jemanden, der Antworten auf unsere Fragen hat. Es heißt, der Masseur sei tatsächlich Fake-Spender. Aber nicht nur, er sei auch gebeten worden, für die Liste noch weitere Fake-Spender aufzutreiben. Und da wären ihm Menschen aus seiner Heimat eingefallen, etwa die Familie aus Klein und Altweidelbach im Hunsrück. Und dann wird es richtig brisant. Der Masseur soll auch ihn kennen, Alexander Segert, Chef der Goal AG. Zur Erinnerung. Das ist die Schweizer Werbeagentur, die 2016 die millionenschwere Plakatkampagne zugunsten der AfD gemacht hatte. Segert, so sagt man uns, soll den Masseur gebeten haben, weitere Fake-Spender zu rekrutieren. Wir fragen Segert, ob das stimmt, bekommen aber wieder keine Antworten. Steckt also die Goal AG hinter der Liste von Fake-Spendern, mit der man die Großspende von Millionär Kohnle verschleiern wollte? Zurück in Berlin. Wir stoßen auf zwei weitere Spenderlisten. Sie stammen nicht vom Apotheker Kurt H. aus der Schweiz, sondern diesmal von der Goal AG. Wir prüfen auch die Namen auf diesen beiden Listen. Wieder offenbar lauter Fake-Spender. Diesmal allerdings nicht für Alice Weidel. Diesmal geht es um Unterstützung für AfD-Parteichef Jörg Meuthen und den AfD-Politiker Guido Reil aus Nordrhein-Westfalen. Wir legen die drei Spenderlisten nebeneinander und vergleichen die Namen. Plötzlich sehen wir, auf zwei Listen steht der Name von Philipp M., dem Mann aus Antwerpen, dem Angestellten von Henning Kohnle. Beide Listen führen uns also zum Millionär aus der Schweiz. Henning Kohnle. Und dann kommt auch noch die Bestätigung unserer Recherchen von höchst offizieller Stelle. Von der Bundestagsverwaltung bekommt die AfD 2020 einen Strafbescheid. Für die illegale Spende soll sie das Dreifache der Summe zahlen, 396.000 Euro. Dass der Wahlkreis von Alice Weidel die Spende zum Großteil zurückgezahlt hat, hat ihr nicht geholfen. Und auf dem Strafbescheid steht schwarz auf weiß auch der Name des Spenders, den wir bereits kennen. Henning Kohnle. Es gibt einen Millionär in der Schweiz, der geheim an Alice Weidel gespendet hat. Ihm hat offenbar auch die Schweizer Werbeagentur Goal AG geholfen. Die wiederum hat die AfD mit einer millionenschweren Plakatkampagne unterstützt. Die Goal AG arbeitet für den Verein für Rechtsstaatlichkeit und bürgerliche Freiheiten, der die millionenschwere Wahlkampagne für die AfD finanziert haben will, hinter der wiederum mehrere Millionäre stecken sollen. Gibt es ein geheimes Netzwerk, das die AfD heimlich unterstützt? Wenn ja, wozu? Und wer ist die Spinne im Netz? Übrigens, niemand, weder Henning Kohnle, noch die Goal AG, noch der Verein haben unsere Fragen je beantwortet. Und die AfD hat stets dementiert, dass es bei den umstrittenen Zuwendungen Absprachen mit den Spendern gab.
Aber wir bleiben dran, denn am Ende geht es um die Frage, ob unsere Demokratie käuflich ist.